That bitch finna get home. Oh, who was she about to get home? Oh, for real? Not even knowing. Oh, who I'm about to put her on the track? That's what she wanted to do. Ich lasse sie auf der Figueroa laufen, die Straße hier, die fahren wir immer rauf und runter. In der Nähe der Hoover, aber ich will sie auf der Figueroa haben. Sie da will dick Geld machen, ist eine Nutte und mein Job ist, Nutten anzuwerben. Für eine Freundin, eine Zuhälterin, auch von der 94. Hier kann sie bündelweise $100 machen, einen Schein nach dem anderen. Ich bringe sie nach Hollywood, damit sie kapiert, wie es läuft. Damit sie Schiss kriegt, da ist es echt krass. Ich muss sie nur im Auge behalten und abkassieren. Zuhälter sein ist besser als dealen. Nutten können 5 bis 10 Mal erwischt werden und sind trotzdem noch draußen. Die laufen immer noch rum und verkaufen ihre Muschi. Aber wird ein Dealer mit einem winzigen Krümel erwischt, wandert der für ewig in den Knast? Ich kapiere einfach nicht, warum die Regierung oder der Staat die Nutten machen lässt, was sie wollen. Das will mir nicht in den Schädel. Also sage ich mir, hey, wenn man so Kohle machen kann, dann los. Ich schnapp mir ein paar Nutten und die verkaufen eben ihre Muschis. Die Nutten haben es einfach nicht drauf, sind zu dumm, sind saudumm. Die haben keine Ahnung, wie man Geld macht oder wie man damit umgeht. Deshalb brauchen die Leute wie mich. LDACG, bitch, you know what's up. I'm cocking shit back and putting your chest in your dirt.